Als der Orkan Kyrill vor gut einem Monat über das Hochschiff gefegt ist, da schlug er im Wohnpark Delbrück-Lippling besonders hart zu. Dort krachten reihenweise alte Kiefern auf die rund 120 Holzhäuser und sorgten für ein Bild der Zerstörung. Heute, also 5 Wochen später, sind die Bäume weggeräumt. Das meiste haben die Dorfbewohner in Eigenleistung gemacht, sagt Peter Böhme von der Wohnparkverwaltung. Kettensägen, alles aufsägen und eben wegschaffen mit unseren eigenen Geräten. Wir haben eben Kettenbagger und Radlader für diese Sachen, für solche Notfälle, und dann können wir damit auch schon anfangen zu entsorgen. Beim Freiräumen der Wege hatten auch Feuerwehr und technisches Hilfswerk mitgeholfen. Ein Reda-Wiedenbrücker Unternehmer stellte sogar einen Kranwagen zur Verfügung. Durch die spezielle Bauweise ist trotz der Last der Bäume kein Holzhaus eingestürzt. Feriendorfbewohnerin Cornelia von Vitani. Bei mir war glücklicherweise an dem Haus gar nichts. Nur die Terrasse, die Verkleidung von der Terrasse, die war also zerstört. Aber das konnte man mit ein paar Nägeln und einer Latte und so weiter wieder festhalten. Andere sind nicht so glimpflich davongekommen. Bei Petra Jozefiak krachten gleich 3 Kiefern auf ihr Hausdach und der Wintergarten wurde komplett zerstört. Mittlerweile sind immerhin neue Dachpfannen drauf. Aus dem Dorf haben alle zusammen mitgeholfen und dann musste man auch eben halt raus aus dem Haus, weil es zu gefährlich war, als die Bäume runtergenommen wurden. Dann konnte man bei Nachbarn unterkommen. Das war schon ganz schön. Nur weil die Feriendorfbewohner aus Delbrück-Lippling zusammen angepackt haben, sieht es jetzt 5 Wochen nach Kyrill schon wieder eine Ecke besser aus. Als nächstes sind die kaputten Schuppen, Carports und Terrassen dran, sagt Peter Böhme von der Wohnparkverwaltung. Außerdem werden neue Hecken gepflanzt und Rasen wieder eingesät. Böhme hofft, dass bis zum Sommer alles fertig ist. Dann soll es eine große Dankeschön-Grillfete für alle Bewohner und Helfer geben. 100%